Der Sommer wird noch mal ein echtes Comeback hinlegen. Und da ist es Zeit, auch mal echtes Spielzeug für Erwachsene auszuprobieren. Ich bin so gespannt. Los geht's. Ob ein wasserlöslicher Bikini, Fingerfood-Besteck oder Achselschweißkissen, wir haben die skurrilsten Sommerverrücktheiten getestet. Kommen wir zu unserem ersten Teil. Wie wäre es, wenn man dem Ausdruck mit den Fingern essen mal eine ganz neue Bedeutung gibt? Das wäre mit diesem 6,50 Euro teuren Fingerfood-Besteck möglich. Löffel und Gabel gibt es zur Auswahl. Hingucker auf jeden Fall. Wenn man sitzt und grillt und was trinkt, dann hat man ein bisschen motorische Störungen damit. Das ist für kleines Essen oder so Snacks oder so. Also ich glaube, ich könnte damit nicht umgehen. Also ich würde mich da eher einsauen. Und wie kommen unsere beiden Tester mit den Teilen zurecht? Während das Ganze bei Andi noch ganz gut funktioniert, hat Nathalie mit diesem Gadget so ihre Probleme. Bei mir hält das eigentlich nur am Daumen. Ich habe einfach so dünne Finger dafür. Man kann die eigentlich auch nicht anders einstellen. Ich glaube, dass es eher ein bisschen was für Männer ist, für kindliche. Offensichtlich braucht es hierfür echt dicke Finger. Aber ist das jetzt was für eine Grillparty oder doch eher nur ein netter Gag? Es dürfen bis zu 5 Sonnen vergeben werden. Also ich vergebe eine von 5 Sonnen, einfach weil es halt einfach nicht hält. Also ich kann damit nicht essen, die fallen mir ständig runter. Also ich vergebe 3 von 5 Sonnen, weil ich finde es echt eine lustige Idee eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo ist und gerade kein Besteck da hat und dann zieht einer so Fingerfood-Besteck raus. Ich finde es super. Unser zweiter skurriler Sommertrend, ein Eisbecher aus vergoldetem Rindsleder für 89 Euro. Durch die feine und hochwertige Verarbeitung soll verhindert werden, dass die Finger beim Eisessen kalt werden. Problem aber, der Eisbecherhalter ist etwas zu skurril. Es passt einfach zu nichts, wenn du als Mann mit einem goldenen Eisbecher rumläufst. Das kommt natürlich nicht so gut, aber für eine Frau als Mode-Gadget, als lustiges Gadget, sage ich mal, würde es schon passen. Aber wie schneidet der vergoldete Eisbecherhalter jetzt ab? Also ich vergib 3 von 5 Sonnen. Er hat seinen Zweck erfüllt, die Finger bleiben warm. Allerdings ist es ein bisschen teuer, 89 Euro sind einfach zu viel. Auch unser nächstes Teil ist ein echter Hingucker. Denn bei diesem ausgefallenen Sommertrend handelt es sich um einen Bikini, der sich im Wasser auflöst. Für knapp 15 Euro verschwinden nach und nach die Nähte. Nach ein paar Sekunden ist die Hose weg. Der Mann jedenfalls findet es schon mal genial. Ich fand's super. Auf der Straße scheint man sich noch nicht ganz einig zu sein. Ich würde sowas auf keinen Fall anziehen. Also, das ist witzig. Um Gottes Willen. Also als Gag wäre das mega cool. Ich würde es machen, wenn ich daheim einen Pool hätte, halt allein, um es zu testen, ob es wirklich funktioniert. Aber jetzt so, wenn ich ins Freibad gehe oder so, um Gottes Willen, nein. Nach etwa 5 Minuten lösen sich auch die Nähte vom Oberteil. Auch Nathalie ist überzeugt, ob als Scherzartikel oder vielleicht sogar, um dem Partner mal eine Freude zu machen, die beiden vergeben für den wasserlöslichen Bikini 3 von 5 Sonnen. Unsere nächste Sommerspielerei ist ein Achselkissen zum Umhängen. Für knapp 60 Euro kann man dieses Achselschweißkissen sein eigen nennen. Die Kissen werden mit einer mitgelieferten Flüssigkeit angefeuchtet. Dadurch soll die Schweißbildung unterbunden werden. Auch Schweißflecken sollen hiermit der Vergangenheit angehören. Soll ich denn da drüber ziehen oder drunter? Ich meine, so kann ich das ja nicht anziehen. Warum nicht? Schon gut. Für was ist das? Ja, dass der Schweiß nicht irgendwie, ja, dass es keine Schweißflecken gibt. Tja, des eigenen Leid ist des anderen Freund. Vielleicht ist das Gadget eher was für Leute, die etwas größere Schwitzprobleme haben. Ich vergebe 1 Sonne von 5, weil es einfach nicht super ausschaut. Es ist total unbequem. Für manche ist es vielleicht praktisch, für mich jetzt nicht. Unsere nächste Sommerneuigkeit ist ein Teil für den Nacken, das gleichzeitig massieren und auch kühlen soll. Also 2 Effekte in einem Gerät. Für knapp 17 Euro muss in das batteriebetriebene Gerät als erstes Wasser gefüllt werden. Doch das Wasser will einfach nicht da bleiben, wo es hingehört. Es entweicht aus allen Öffnungen. Leider scheint auch der Knopf für die Massageeinheit seinen Zweck nicht ganz zu erfüllen. Wir vergeben 0 von 5 Sonnen, da das echt eigentlich nichts gebracht hat. Ich würde mir sowas nicht kaufen, weil es kühlt nicht, es massiert nicht. Ich finde das einfach unnötig. Und damit steht fest, unsere skurrilen Sommerspielereien konnten nicht alle überzeugen. Aber wenn man das alles nicht so ernst nimmt, ist das ein oder andere doch eine witzige Idee. Vor allem der wasserlösliche Bikini.